Vorgestern hat der italienische Wintersportverband FISI den vorläufigen Kader für die WM in Garmisch bekannt gegeben. Fest steht, dass heuer nicht mehr ganz so viele heimische Athletinnen und Athleten dabei sein werden wie in der Vergangenheit. 2009 bei der WM in Val d'Isère, als Peter Vill Silber im Super-G holte, waren es 15, im Vorjahr bei den Olympischen Spielen in Vancouver 13 Sportler aus Südtirol. Heuer haben bisher erst 9 Skirennläufer die WM-Norm erfüllt, 3 können maximal noch dazukommen. Die Kriterien waren heuer ein Platz unter den ersten 10. Ansonsten war überhaupt alles andere entscheidet der Trainer. Voriges Jahr bei den Olympischen Spielen war es anders, da war es ein Top-8-Platz. Und den muss man erreichen, um fix dabei zu sein. Sicherlich haben wir im Vorzug Podium. Und ich glaube, wir haben auch gesehen, Podium haben wir bis jetzt 6 gehabt. Wir haben aber auch 7 vierte Plätze gehabt. Und unter den 10 haben wir eigentlich alle Athleten, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Bei den Männern sind die Südtiroler in den schnellen Disziplinen besonders stark. Peter Vill, Werner Hehl, Christoph Innerhofer und Dominik Baris bilden das Stammteam, das in dieser Formation bei der Abfahrt und wohl auch im Super-G zum Zug kommen wird. Eine kleine Chance auf das WM-Ticket hat an diesem Wochenende Patrick Staudacher, wenn er beim Super-G in Hinterstoder in die Top 10 fährt. Hehl, im Vorjahr nach 3 Podestplätzen der große Olympia-Favorit, kommt heuer als Außenseiter zur WM. Eine Rolle, die sich für den Waltener als Vorteil erweisen könnte. Unter anderem, also ich hoffe mal, dass es ein Vorteil ist. Aber nichtsdestotrotz, also von dem lasse ich mich jetzt sicher nicht unterkriegen oder auf den baue ich jetzt sicher nicht. Also ich werde sicherlich noch Garmisch fahren und versuchen, das Beste zu geben und mein Rennen zu machen. Bei den Technikern ist Manfred Mölg in beiden Disziplinen gesetzt. Im Slalom rechnet sich der 28-jährige Enneberger besonders gute Chancen aus. Ich fahre ganz gerne nach Garmisch, ein bisschen, was mir sehr gut gefällt. Schon gewonnen in Garmisch und am Podium auch noch dazu. Und ja, schauen wir mal. Die Form passt, glaube ich, schon steigend und freue mich. In Garmisch dabei sein könnte eventuell auch ein zweiter Gadertaler, nämlich Alexander Ploner. Dazu bräuchte er beim Riesentorlauf in Hinterstoder ein Top-10-Ergebnis. Eröffnet wird die WM am Dienstag, 8. Februar, mit dem Super-G der Frauen. Dort hat Südtirol mit der Olympia-Vierten Hanna Schnarf ein ganz heißes Eisen im Feuer. Ich glaube schon, es ist alles auf ihn drin und wie gesagt, letztes Jahr haben wir 6. Platz gemacht und ja, jetzt schauen wir mal. Schnarf wird auch die Abfahrt bestreiten, wo sie im Team Verstärkung aus ihrer Heimat bekommt. Die Grödnerin Verena Stuffer hat in den vergangenen Rennen aufsteigende Form gezeigt. Trotzdem bleibt die 26-Jährige aus St. Christina bescheiden. Ich versuche sicher ein gutes Rennen zu machen. Mein Ziel ist hauptsächlich, mich in der Startinglist weiter vorzukämpfen. Und ich glaube, das ist möglich, weil ich bin jetzt gut drauf und die Motivation ist da. Und deswegen gehe ich mit der positiven Einstellung zu der WM. Mit großen Ambitionen reist hingegen Manuela Mölk nach Bayern. Die 27-jährige Gadertalerin ist heuer sowohl im Riesentorlauf als auch im Slalom schon auf dem Podest gestanden. Vor 2 Jahren in Val d'Isère schied sie wenige Tore vor dem Ziel in Führung liegend aus. Nein, bei Chefin glaube ich nicht, aber sie weiß, dass ein Garmisch sehr gut fahren kann, ein Hang in Slalom, sage ich mal, was hier liegen kann, steil. Und deshalb denkt man sicher ein bisschen dran, aber ich glaube, sie hat kein Problem damit. Sie wird es gut machen und deshalb wird sie sicherlich angreifen. Im letzten Augenblick den Sprung auf den WM-Zug geschafft hat Denise Carbon. Die 30-jährige Kastelrutterin hat in ihrer Karriere bisher 2 WM-Medaillen im Riesentorlauf gewonnen, 2003 Silber in St. Moritz und 2007 Bronze in Aare. Hält das Gesetz der Serie, so müsste heuer, wieder 4 Jahre später, die nächste Medaille herausschauen. Schön war es, aber heuer ist sicher am schwierigsten eine Medaille zu machen, weil ich wirklich herkomme ohne recht große, gute Vorbereitung und mit einem kleinen Handicap auf dem Knie. Aber wer weiß, das ist mein großes Ziel für die heurige Saison und ich werde mal alles probieren, so gut wie möglich das umzugehen. Auf ein Wunder oder besser gesagt ein Top-10-Ergebnis hofft Nicole Juice. Wenn ihr das in Zwiesel gelingt, dann ist sie in Garmisch dabei. Andernfalls wird sie die Titelkämpfe genauso wie Lucia Recchia und Patrick Thaler vor dem Fernsehschirm verfolgen müssen. Obwohl die Azzurri in der heurigen Saison erst 6-mal auf dem Podium standen, sind die Funktionäre des italienischen Wintersportverbandes optimistisch, dass es eine gute WM wird, wie sie bei der Vorstellung des Kaders am San Pellegrino Pass im Trentino nicht müde wurden zu betonen. Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Team haben, konkurrenzfähig ist. Und die eigentliche Leistungen schon im Weltcup
bestätigt haben auch, dass sie alle weil stärker fahren. Und jetzt hoffen wir, dass wir im bei der WM die Ziele erreichen, die sich alle vorstellen. Seit der WM 1991 in Saalbach holten Südtirols Skiasse in den vergangenen 20 Jahren bei diesem Großereignis immer eine Medaille. Bleibt zu hoffen, dass diese Serie auch 2011 in Garmisch hält.